Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Heute zeigen wir das große Finale unseres Dreiteilers, die Anstalt. Wir wünschen Ihnen locker flockige Unterhaltung. Ich gebe das Mic nun an meinen Homie Rudi Reporter. In der letzten Sendung haben wir in der Anstalt des Deutschen Rundfunks, kurz DDR, viel über die Unterschiede zwischen Fernsehen und Internet gelernt. Doch, wie wir alle wissen, verschmelzen diese Medien immer mehr miteinander. Wir treffen uns nun mit Bernd, dem Chef vom Dienst, der unglaublich gut in die Ferne blicken kann. Jahrelang habe ich das Internet als Trend gesehen. Wir haben jedoch festgestellt, dass es eher wie eine Art Seuche ist, die auch nicht mehr weggeht. Und damit müssen wir jetzt irgendwie fertig werden. Haben Sie dafür schon irgendwelche Strategien entwickelt? Selbstverständlich. Also unser größtes Ziel ist momentan, dass wir jünger werden. Wir haben hippe Digitalkanäle, Talkshows, in denen geraucht und gesoffen wird. Joko und Klaas, entschuldigen Sie. Mama. Ja? Jetzt bitte nicht hier putzen. Aber ich habe schon überall geputzt. Ja, aber jetzt nicht hier. Was soll ich denn machen? Ess ein bisschen Kuchen. Okay. Ist wirklich sehr nett, was ihr da macht mit euren Internet-Videoclips. Ich schaue auch öfters bei euch vorbei. Also, ich kenne auch den Panda, der niest. Aber wir machen Fernsehen. Nach dieser Aussage verweist uns Bernd Boss an den Social-Media-Experten der Anstalt. Mit ihm treffen wir uns abschließend, um ein umfassendes Bild der Kompetenzen des DDR zu bekommen. Ich bin Zepp, der Social-Media-Experte. Ey, was geht ab? Wir beim DDR sind total hip und im Trend, yo. Folg uns auf Twitter und mach DDR zum Trendig-Topic, Alter. Drückt auf Gefällt mir bei unseren Facebook-Page. Peace out. Jetzt wollen wir ihn aber doch einmal mit eigenen Augen sehen, den durchschnittlichen DDR-Zuschauer. Wir verlassen die Anstalt und besuchen Frau Hinzelmoser. Sie haben die letzten 30 Jahre durchgehend öffentlich-rechtliches Fernsehen geschaut. Was gefällt Ihnen daran? Gut, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich gebe zurück ins Studio.